Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Cake TV Uncut. Shuyoka hat, ich weiß nicht, wann das Video hier freigeschaltet wird, aber gestern, für den Stream gestern, gelivestreamt und hat eine Ansage gemacht und sie zerstört mich am Freitag komplett. Das heißt, eigentlich muss ich es auch heute auf Kuchen TV Uncut hochladen und wir schauen da rein. Elba, danke für die 4 Monate auf T1. Zu der ACAP-Kritik. Ich habe keine Kritik gelesen, so ein Kuchen TV, der die politischen Hintergrund dafür nicht verstanden hat und ich bin nicht, also ich bin was? Nicht... Was sagst du zu der ACAP-Kritik? Ich habe keine Kritik gelesen. Was so ist ein ACAP? TV, der die politischen Hintergrund dafür nicht verstanden hat. Was ist ACAP? Und ich bin nicht, also ich stehe gerade auf dem Schlauch. Gewillt, Kuchen TV für alles kostenlose Aufklärungsarbeit zu liefern, was er nicht verstanden hat. Er hat echt sehr viele Beiträge von Leuten bekommen, die ihm erklärt haben, warum er keine Ahnung hat, wovon er redet. Und er soll vielleicht einfach mal irgendwas davon lesen und mir nicht auf den Sack gehen. Mhm. Im nächsten Leben dann, ja, wahrscheinlich. Hallo Goku, by the way. Ja, also ich werde auch. Es haben ja Leute gesagt, irgendwie, ja, das ist irgendwie ja Kritik oder sonst irgendwas. So, guck mal, selbst wenn man sagt, es soll eine Systemkritik oder sonst irgendwas sein, dann ist halt ACAB zu sagen, dass also die dümmste Art, wie du es machen kannst, weil faktisch mit diesem Satz beleidigst du einfach alle Polizisten. Egal, ob du das jetzt wirklich wörtlich meinst oder ob es einfach nur die Polizei, wie sie aufgebaut ist und so weiter kritisieren soll. Das ist bei Shuyoka aber sowieso egal, denn die hat schon öfter in Streams gesagt, dass man die Polizei komplett abschaffen soll. Gleichzeitig ist es natürlich, ist die Polizei natürlich gut genug, dass man da trotzdem jeden Tag hinlaufen kann, mir irgendwelche Anzeigen reinzudrücken. Also dafür soll die dann schon bleiben, ne? Also versteht das nicht falsch, ne? Polizei abschaffen, aber ein Polizeirevier für Shuyoka extra nur für Anzeigen gegen mich muss es halt natürlich noch weitergeben, ne? Das ist klar. Aber, wenn wir darüber reden, ne, weil Kritik und KuchenTV und bliblablub und sonst was, KuchenTV hat ja die ganze Zeit darüber geredet, also KuchenTV redet ja seit 1,5 Jahren davon, dass ich doch einfach mal nur ein YouTube-Video machen soll, wo ich ihn debanken soll und das wäre ja das Einfachste, um ihm seine Glaubwürdigkeit damit zu nehmen, wenn ich einfach ein Video machen würde, wo ich das debanken würde, was er da so im Internet veranstaltet und aufzeigen würde, dass er nicht glaubwürdig ist und deswegen möchte ich Tim, bist du hier? Wisst ihr was? Ich schreibe es auch nebenbei noch auf Twitter, damit das auf gar keinen Fall verpasst. Das wäre nämlich richtig schade, nachdem er jetzt 1,5 Jahre drauf gewartet hat. Deswegen, wir schreiben es auch einmal auf Twitter, damit das nicht verpasst. Also, yo, Tim. Nimm dir mal Freitagnachmittag Zeit. Da kommt ein neues Video von mir zu dir, das du ziemlich sicher... Ja, also dazu auf jeden Fall erstmal, ich habe natürlich Angst, extreme Angst, das muss ich schon mal dazu sagen. So wie sie es gerade sagt, wird das Video sowieso nicht sein, denn ich habe ihr gesagt, ey, debunk doch einfach mal alle Lügen, die ich über dich gedroppt habe oder Sachen, wo ich den Kontext nicht gezeigt habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich kann mir vorstellen, dass das so ein Video wird irgendwie, guck mal, das hier sind die Skandale, die KuchenTV hatte. Kann ich mir vorstellen und dann hätte sie meinen Punkt wieder nicht verstanden. Es juckt keinen, weil alle meine Skandale sind öffentlich sowieso schon bekannt. Dann sitze ich hier, wir machen uns drüber lustig, ich hol Jay und Twizzy und Cashes und wir saufen entspannt währenddessen. Ich werde wieder gespannt, kann ich zum Monte Weihnachts-Event gehen. Ja, so wird das dann wahrscheinlich laufen. Ja, aber ich bin gespannt. Also per se, ich finde es gut. Ne? Ich finde es tatsächlich gut, wenn sie jetzt wirklich mal ein Video macht. Ich meine, also Shuyoka wird das nicht so machen. Ja, das ist jetzt schon klar. Shuyoka wird es nicht so machen, dass sie wirklich ein Video hochlädt, wo sie zeigt, ey, guck mal, KuchenTV hat das über mich behauptet, aber das stimmt nicht, hier ist der Kontext. Das wird nicht passieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dafür hat Shuyoka auch gar nicht die nötige Intelligenz, um so ein Video überhaupt zu skripten. Und auch Dave, der sie wohl sehr manipuliert im Hintergrund, hat das auch nicht. Ich bin mir sicher, dass das so ein Video wird. Ja, guck mal hier, Volksverhetzung. Und da hat er mal das gesagt. Und jetzt sagt er das. Und guck mal, hier hat er noch einen Skandal gehabt. Und da hat er was Böses gepostet. Und das Ganze halt nicht als Stream, sondern als Video. Und dann sitze ich hier und sage, ja, habe ich gemacht, ist doof. Ja, kann ich nicht ändern, ist 8 Jahre her. Also, ich freue mich schon mal drauf. Ich werde dafür auf jeden Fall trainieren. Mal sehen willst. Liebe Grüße, Pia. PS, Reactions. Sie greift die EMP-Thematik auf. Das kann natürlich auch sein, ne? Das gucken wir uns noch an. Vielleicht auch gleich noch, müssen wir mal schauen, weil, ja, Shuyoka ja der Meinung ist, dass ich da gelogen habe. Und die haben gar nicht wegen den Morddrohungen und so weiter zurückgezogen. Aber das hebe ich mir dann
Das hebe ich mir dann für den Gleichstream auf. Ich glaube, die hat darüber am 24. oder was das war geredet. Wir hängen leider wieder ein bisschen hinterher. Ne? Also für die Kuchen-TV-Uncut-Zuschauer, ey, es gibt noch so viel Content, den ich verwerten kann. Ja, ich habe jetzt Bastian auch gesagt, ey, bitte mach die Parts nicht mehr so lang. Maximal eine Stunde, wenn es geht, 30 bis 45 Minuten. Weil ich merke selber, weißt du, das geht so 10 Minuten. Ne? Das kann man sich so chillig angucken. Weißt du, man macht ein paar Späße und so weiter. Alles cool. Aber wenn du diese Schallplatte wirklich eine Stunde hörst, ey, das ist irgendwann anstrengend. Ne? Also ich glaube, ein paar ihrer Streams laufen in Guantanamo einfach als Foltermethode. Dream. Und auf YouTube könnt ihr easy machen. Außer ich Nemesis. Striken nicht. Außer bei Nemesis. Super. Nemesis. Jetzt muss er das nur noch sehen. Das ist doch perfekt. Cool. Was für eine Stream-Ankündigung. Hat er dich noch auf Twitter gebannt? Ja, KuchenTV hat mich auf Twitter blockiert. Das stimmt überhaupt nicht. Auf jeden Fall. Aber der hat ja genug, wie hat Carina... Digga, das stimmt überhaupt, das ist einfach, das ist schon wieder gelogen, Digga. Ich guck einfach zu ihren Stream und die lügt einfach schon wieder. Och, Digga, manchmal, wenn ich Tabs öffne, dann schließt, also wenn ich den Tab rausziehe, dann schließt er den einfach. Das ist einfach schon wieder gelogen, ich kann euch das sogar hier live zeigen. Ich kann dich blockieren, du bist nicht blockiert bei mir. Digga, das ist halt, Ich hab sogar ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ey, ich entblock dich. Ich habe das sogar in zwei Videos extra noch gesagt gehabt, dass ich sie entblockt habe. Ey, es ist halt, ja, und sie hat mich blockiert sogar. Es ist, ey, Junge, es ist, ey, Junge, es ist, oh Mann, ey. Ja. Digga, was soll ich sagen? Wichtelchen, die ihm Bescheid sagen, wenn ich irgendwas zu ihm poste. Das sollte tatsächlich kein Problem sein. Das sollte er mitbekommen. Da bin ich zuversichtlich, dass sie ihm das mitteilen. Dankeschön, 161 Safter für die Spezi. Vielen, vielen lieben Dank für den Support und auch für die lieben Worte, die du geschrieben hast. Dankeschön, Miss Prinzipe für die Spezi und Joni F für die Spezi. Und wir haben 500 Supporter auf Ko-fi geknackt. Vor ein paar Wochen hat sie behauptet, sie hätte dich nicht blockiert. Ja, safe, das habe ich in dem Video drin gehabt. Da hat sie nämlich gesagt, dass es von mir ja sehr unfair ist, dass ich immer über sie tweete, aber ihr keine Möglichkeit gebe, darauf zu antworten. Und da hat sie mich extra in einem Stream entblockt, um zu zeigen, guck mal, also ich habe den nicht geblockt, nur er hat mich geblockt, weil er ganz böse ist. Und ich habe das ja in dem Video aufgenommen, ich meinte so, ey, ich kann dich auch gerne entblocken, mir ist es egal, ne, aber dann entblock mich halt auch, weil das Problem ist quasi bei Twitter. Also sie hat ja mich geblockt und das heißt, sie kann meine Tweets aber sehen und auch damit interagieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas Unrealistisches poste wie... Shoyoka ist intelligent oder so, ne? Was kein Mensch würde das sagen, ne? Wenn ich das poste so, dann kann sie darauf antworten und sagen, hey, ich tue seit 1,5 Jahren alles, dass du nicht diese Meinung vertrittst, bitte hör auf, das zu behaupten. Dann sehe ich aber diese Antwort nicht. Also ich habe dann keine Möglichkeit, unter meinen Tweet auf ihre Antwort einzugehen, weil sie mich geblockt hat. Und das ist bei Twitter halt super nervig. Und es gab eine Zeit, da hat sie dann immer irgendein doofes Zeug unter meine Tweets gepostet, da habe ich halt gesagt, so, ey, dann blockiere ich dich halt, weil sie kann die ganze Zeit antworten, aber ich nicht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön. Get your vocabs right, it's Elfian. Sorry, mein Fehler. Was hatte ich gerade gesagt? Ich weiß gar nicht. Sein Cutter schickt ihm ein Fax. Es ist nicht sein Cutter, Goku. Bitte, wirklich, du musst jetzt langsam mal korrekt werden in deiner Formulierung. Es ist nicht sein Cutter, es ist der Typ, der unbezahlt für ihn cuttet. Wirklich, dass du dir das immer noch nicht gemerkt hast. Oh, guckt mal, KuchenTV hat reagiert. KuchenTV hat geschrieben, ich hoffe, das wird wieder so ein Reinfall wie die Kuchenfiles. Meint er den Reinfall, indem er auf jedes einzelne Kuchenfiles-Video von mir reagiert hat und die ganze Zeit irgendwas gelabert hat von aber und nein und sowieso und über... Ach so. Also es ist kein Reinfall, weil ich habe ja drauf reagiert. Ja, also, dann wird es kein Reinfall. Bruder, ganz ehrlich, da gucke ich doch mal hier im Louis Vuitton-Shop schon mal. Das wird mir anscheinend dann... Digga, diese Tasche hier für 1,5. Der Hoodie, genau der gleiche wie der hier, auch mit Kapuze, aber in Blau. Der fehlt mir eigentlich noch in meiner Sammlung. Überhaupt. Ne? Und die sind böse und wollen irgendwelche Verschwörungen darüber aufgemacht hat und erstmal eine Zivilklage und dann Strafanzeigen kassiert hat, weil er behauptet hat, dass hinter Kuchenfiles Terroristen stecken. Meint er diesen Reinfall? Ja, da hat sie recht.
Da hat sie wirklich recht. Also ich meine, was haben mir die Videos gebracht, die ich zu Kuchenfights gemacht habe? Jetzt würd ich's tatsächlich gerne auch wissen. Ich gehe aber mal hier ganz kurz, ich gehe ganz kurz raus. Natürlich doof für die Kuchen-TV Uncut-Zuschauer, aber wer mir nicht auf Twitch folgt, hat selber Schuld. Und zwar will ich kurz bei Televerse. Kennt ihr das? Televerse, da kann man so Videos runterladen und so. Weil irgendwie kriege ich das nicht in Full HD kostenlos hin. Und ja, wenn man gezwungen wird zu zahlen, dann ist das so. Vor allem auch lustig, am Anfang von YouTube wusste ich nicht, wie man Videos runterlädt. Und ich habe dann einfach auf das, also ich habe dann einfach YouTube Downloader eingegeben und hatte dann irgend so ein Programm. Man konnte nur 50% des Videos kostenlos runterladen, für den Rest musste man zahlen. Ich habe das dann nicht gekauft, glücklicherweise. Aber ich habe mir dann immer Videos saved runtergeladen, die als Musik auf mein Handy gepackt und hatte dann jeden Track, den ich gehört habe, immer nur zu 50% auf mein Handy. Fällt mir irgendwie gerade ein. So, was würde ich machen? Ich wollte mir bei Louis eine Umhängetasche kaufen und ich wollte gucken, wie viel Geld so ein Kuchen Kuchenfights Video gebracht hat. Kuchenfights, finde ich da was? Mal gucken. Hier, das erste Video, 360.000 Aufrufe, ne? Dann gehen wir mal auf Analytics, dann ziehe ich euch das gleich rüber. Ja, Digga, das schmerzt wirklich, muss ich schon sagen. Das war überhaupt kein Reinfall für Shioka, ne? Plus natürlich noch, keine Ahnung, 30 Reactions oder so, die ich gemacht habe, die alle 50 bis 100.000 Aufrufe haben. Das ist hart, sage ich euch ganz ehrlich. Also mich hat dieses Kuchenfights-Ding hat mich schon hart getroffen, Digga. Muss man einfach zugeben, ne? Naja, kann man nichts machen. Ja, dann wird Freitag auf jeden Fall richtig lustig werden für mich. Sollen wir zählen, wie viele Strafanzeigen wir am Freitag gegen KuchenTV stellen können? Also, ja. Einfach Anzeigenglitch entdeckt. Ich habe den absoluten Anzeigenglitch entdeckt. Ich mache einfach nur Kuchenfiles Reaction Streams und dann schaue ich dabei zu, wie KuchenTV sich aufregt und vor lauter, ja, das ist doch alles nicht so schlimm, so viel Scheiße labert, dass ich Strafanzeigen wegen Verleumdung stellen kann. Ja, zu sagen, dass es nicht so schlimm ist, nämlich einfach Verleumdung. das ist doch gar nicht so schlimm. Das ist Verleumdung. Und noch eine und noch eine und noch eine. Und ja, übrigens, ich habe das ja bei Twitter gepostet und einer hat gesagt, ich weiß nicht, ob das ein bestimmter Straftatbestand ist, der da erfüllt wird, aber es gibt anscheinend so eine gewisse Regel. Und zwar lese ich euch den Tweet mal vor. Missbrauch des Strafanzeigesystems. Die Justiz kann es als missbräuchlich ansehen, wenn jemand absichtlich Situationen herbeiruft, um andere zu einer bestimmten Reaktion zu provozieren und sie dann anzuzeigen. Solches Verhalten könnte zu Geldstrafen oder sogar zu einer strafrechtlichen Konsequenz führen. Ah. Tja. Das ist natürlich jetzt. Ja, das, ja. Was soll ich euch sagen? Also, Shioka. Und ich sag mal ganz ehrlich, also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie wirklich die ganze Zeit Anzeigen macht. Also gehen wir es jetzt mal wirklich kurz realistisch an, ja. Wenn sie jetzt wirklich die ganze Zeit auf mich reagiert und die ganze Zeit Sachen über mich droppt, dann kann ich ja auch belegen, dass wir uns in einer Auseinandersetzung befinden. Und dann kann man das wahrscheinlich auf die Masse schon sehen, wenn sie jetzt 10, 20, 30 Anzeigen über mich raushaut, dass das tatsächlich einfach ein Missbrauch des Strafanzeigesystems ist. Und dann kriegt sie einen auf den Deckel und nicht ich. Mal gucken, was die Zukunft noch so bringt. Am Ende landet sie einfach im Knast. Das wäre halt, das wäre das Ende der Staffel. Das wäre schade eigentlich. Noch eine, also es ist tatsächlich ein super geiler Anzeigenglitch. Und ich freue mich schon drauf, wenn die Staatsanwaltschaft in den Sachen dann ermittelt und KuchenTV Post bekommt und uns dann das gesamte Jahr 2025 damit vollheulen wird, warum er ja überhaupt gar nichts dafür kann, sondern alle anderen wieder schuld sind an allem, was er gemacht hat. The Classic. Ist ja nichts Neues mehr. Kennen wir ja schon. Ist doch so, ja klar, sind immer alle anderen schuld. Ja, und der Staatsanwalt kann ihn nicht leiden und alle haben sich gegen ihn verschworen und sowieso und überhaupt und alles ganz furchtbar, ganz furchtbar. Und er kann vor allem für gar nichts irgendwas, Leute, für nichts. Hallo, Hawk. Sind das die Files, wo er seine Freunde zum Händchen halten braucht, weil der das nicht alleine schafft? To be fair, er hat, soweit ich das mitbekommen habe, hatte er bei den aktuellen Sachen keine Freunde zum Händchen halten dabei. Aber Tim, du solltest dir für Freitag, solltest du dir wen zum Händchen halten in den Stream holen. Digga, es ist so, ich weiß zu 99%, dass das wieder ein kompletter Reinfall wird. Und es ist halt so geil, diese Überarroganz von Shioka, die sie jedes Mal wieder an den Tag legt.
immer wieder zu hören. Guck mal, ich sag euch ganz ehrlich, so vor Kuchenfeiz hat sie das ja auch groß angekündigt, ne? Und ich saß da so mit Fizzy im Auto und ich meinte auch so, ja, eigentlich, also es gibt halt nichts. Ich wüsste jetzt nicht, was man wirklich über mich jetzt rausholen könnte, dass er mich jetzt zerstört, weil ihr wisst alles, Digga. Also ihr wisst wirklich alles so, ne? Ich mache ja, wäre privat kein Drogenkurier oder sonst irgendwas, ja, wo man jetzt sagen kann, boah, da lande ich jetzt im Knast. Aber da dachte ich so, boah, Digga, keiner, also weiß ich nicht, so, was hat die, dass die solche Ansagen macht, so, ne? Ich habe echt so überlegt. Und dann war es einfach Kuchenfights, wo sie dann in einem Stream 4 Stunden darüber geredet hat, ja, aber vor 10 Jahren hat er mal ein Video über Paulana gemacht. Deswegen weiß ich halt jetzt ganz genau, es wird wieder genau so ein Reinfall. Sie hat irgendwas, wo sie jetzt denkt, ja, vielleicht ist es auch ein gescriptetes Montes Erben-Video oder so beispielsweise, wo sie dann sagt, ja, der hat das gesagt, aber eigentlich ist es so. Und das wird halt ein Reinfall wieder, ne? Und es ist, ich feier das, weil, also jetzt muss sie auf jeden Fall was becken, Digga. Also wenn sie so eine Ansage macht und das da nicht auch wirklich jetzt in Videoform wirklich eine Zerstörung ist, dann, Shuyoka, hast du halt schon wieder ein Eigentor geschossen, wobei es jetzt auch keinen Unterschied mehr macht. Also ganz ehrlich, ob du jetzt 101 oder 102-1 verlierst, 102-1 verlierst, das, ist auch das egal. Das würde ich dir wirklich raten. Dream, also falls du für Freitag noch niemanden hast, den du in deinen Stream einlädst, dann würde ich dir auf jeden Fall für Freitag raten, jemanden einzuladen. Und ich würde, wie heißt der, war das Cashies Clay? Ich verwechsel die zwei immer. Ich glaube, es war es Cashies Clay. Tim hat auf jeden Fall diesen einen Freund, der ein bisschen klüger ist als seine anderen Freunde. Und die, wenn sie dann alle zusammensitzen, der ist, der sagt, mach mal nicht, mach mal nicht, mach mal nicht. Den solltest du dir mit einladen für den Freitag. Nur so, ja, als. Ich werde morgen wahrscheinlich nicht livestreamen. Also wir können mal gucken. Weiß nicht, ob morgen die Babysitterin kommt. Weil ich habe morgen Abend noch Training, aber eigentlich muss ich das mitnehmen, ne? Das war Twizzy. Sorry, dann nimm dir Twizzy mit in den Stream. Ja, also Twizzy und Cashes sehen ja auch wirklich zu identisch aus, ne? Für Freitag, dass du jemanden hast, der daneben sagt, mach mal nicht, weil ich glaube, das wirst du brauchen. Ist nur so ein gut gemeinter Ratschlag. Ist das der meinte, wenn Keks weniger Geld bekommt, kann er auch weniger spenden? Oh ja, ich glaube, das ist der Typ. Oh ja, ich glaube, das ist der Typ. Wartet mal, ich hab da. Stimmt. Da. Jetzt kommt noch Montes Erben, ne? Wartet. Ich glaube, das war der Typ. Ja, wo ist denn dieser Clip? Da. Ja, da. Also viele haben das mir übrigens auch schon geschrieben. Ich meine, ich will keine Ferndiagnose machen, aber für mich wirkt sie in letzter Zeit so sehr manisch einfach, ne? NG, danke für den Prime-Sub. Weil irgendwie manchmal hat die Streams, da ist sie so gefühlt irgendwie am Ende und keine Ahnung, rastet so bei jeder Kleinigkeit gefühlt aus, macht irgendeinen Hate-Talk gegen Carina oder gegen Freiraum-Re oder sonst irgendwas und dann plötzlich so ein Stream später sitzt sie da so lächelnd und sagt so, ja, jetzt zerstöre ich dich endlich nach 1,5 Jahren. Weiß ich nicht, ne? Also tut mir dann auf jeden Fall leid, dass du dann in dieser Situation bist. Ich sag mal, ja, du machst es halt mit solchen Aktionen halt nur schlimmer, ne? Naja, ich meine, mir soll es egal sein. Only, dankeschön für den Prime-Sub. Das war schon richtig gut. Das war schon wirklich, also da habe ich gelacht. Not gonna lie, da habe ich wirklich gelacht. Wo haben wir es denn? Oh mein Gott, ist das laut. Was ist das denn? Ich will den nicht, das ist Cash's Claim, meine Freunde. Hören. Ich spiel das mal weiter so. Ihr sagt jetzt hier, einer hat geschrieben, es trifft ja keinen Arm. Aber überlegt mal, so man würde ihm jetzt im Jahr, was weiß ich, 100.000 Euro Placements wegnehmen, wegcanceln durch sowas. So, er ist ein Typ, er hat in der Vergangenheit auch schon für Frauenorganisationen und so weiter sehr viel Geld gespendet. Wenn er mal 100.000 Euro weniger hat, wird er dementsprechend wahrscheinlich auch weniger spenden können, weil dann weniger übrig bleibt. Das heißt, man schadet wieder Leuten. Interessantes Watermark ist das von Montes Erben ursprünglich. Das ist Content aus dem Stream von Montes Erben. Ich bin nämlich zufällig Montes Erben. Ne, man muss fairerweise dazu sagen, also klar, ne, Shuyoka findet es nicht cool, wenn man jetzt Clips von ihr postet und keine Quelle angibt oder sie lässt ja auch alles striken, wenn jemand auf sie reagiert und es geht gar nicht um die Person. Ne? Aber gleichzeitig sind jetzt so Urheberrechte und so weiter, sind jetzt bei anderen Personen nicht so wichtig, ne? Also nicht, dass ihr denkt, dass sie da, dass der moralische Kompass bei ihr da irgendwie gleich ist, sondern der schwingt so hin und her, als wenn sie neben einem Magnetfeld steht, ne? Also wenn das bei mir geklaut wird, der Content, und dann das Watermark von jemand anderen drauf gemacht wird, dann ist es legitim. Ja, natürlich, das ist was ganz anderes, als wenn jetzt andere kleine Twitter-Nutzer einfach Clips von Pia posten. Das ist ja überhaupt nicht das Gleiche so, ja?
oder Leuten, die es wirklich auch gebrauchen können. So. Überlegt mal. Hauptsache weniger Steuern, der Rest ist erstmal eine Nebensache. Ja, leider. Ich spiel das mal weiter so. Ja. Leider war das nicht so richtig geplant, was er da gesagt hat. Tim hat das nicht vorbereitet. Da hätte Tim nichts über die Steuern sagen dürfen. Schade. Was hat jetzt, also ich sehe jetzt gerade den Zusammenhang nicht. Was hat jetzt mit weniger Steuern zahlen damit zu tun? Also ich verstehe es wirklich gerade nicht, ne? Ich stelle mich jetzt nicht doof oder so. Ich verstehe den Widerspruch jetzt ehrlicherweise nicht. Vielleicht kann mir das irgendwie einer erklären, was jetzt genau damit ausgesagt worden ist. Oder dass es mir egal ist, wenn ich weniger verdiene, ob ich weniger spenden kann, weil ich ja sowieso einfach weniger, oder weil es mir nur darum geht, weniger Steuern zu zahlen. Also ich weiß, Man müssen sie sich ein bisschen besser absprechen, Blackie, was das Ganze für den angeht. So ein bisschen besser absprechen, aber wird noch, sie lernen noch. Der hat immer nur Geld gespendet, wenn er mal wieder Mist gebaut hat. Ja, ich hoffe, er spendet am Wochenende. Weniger Volksverhetzung, mehr Geld für Spenden. Ja, es ist halt, also tatsächlich, Twizzy, das ist ja wirklich ein guter Punkt. Ich meine, wenn KuchenTV weniger Volksverhetzung begeht, hat er auch mehr Geld, um zu spenden. Vielleicht muss er einfach weniger Volksverhetzung begehen. Ja, was ich in den letzten 7 Jahren nicht mehr gemacht habe. Du hast recht, Digga, ich sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Begehen. Dann funktioniert die Leid auch. Trickle-Down-Economics at its best. Ja, das ist nochmal ein anderes Level von Trickle-Down-Economics. Also, da hat es wirklich nochmal, das ist nochmal eine andere Dynamik. Ja, so viel dazu. Was ich mich frage, was die Volksverhetzung angeht, ist es nicht schon langsam billiger gewesen, einfach die Strafe zu zahlen? Das musst du Tim fragen. Ja, also erstmal weiß man ja nicht, logischerweise vor einem Verfahren nicht, was danach rauskommt. Das ist schon mal das Erste. Dazu kann ich ja die ganzen Anwaltskosten absetzen und die Strafe ist ja jedes Mal kleiner geworden. Und dadurch, dass ich jetzt ja sogar in der Beleidigung freigesprochen worden bin, würde ich sogar sagen, dass ich wahrscheinlich sogar ein bisschen Geld gespart habe bei dem ganzen Weg. Und es ist ja auch noch nicht durch. Das musst du dem fragen. Ich würde ja den Vorschlag machen, dass alle Leute, die an Kicks Geld geben, das Geld stattdessen direkt an tolle Frauenprojekte spenden könnten. Dann würde da mehr ankommen, aber das ist auch wieder zu Vogue, oder? Nein, viel wichtiger ist es, Shoyoka-Geld zu spenden, aber nicht für einen guten Zweck, sondern damit sie weiter rechtlich gegen uns vorgehen kann, weil das so viel bringt. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das wär zwar was, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, das war schon dieses Video hier, also gestern hat sie nur kurz über mich geredet, ne? Ja, ich versuche, ja, das Ding ist halt, ich weiß, dass es halt wieder so ein Schuss in den Ofen wird, so. Ich kann mal gucken, ob ich es morgen hinkriege zu streamen, aber ich wollte morgen eigentlich mal wieder zum Fußballtraining, weil ich die Woche noch gar nicht da gewesen bin. Wäre eigentlich sinnvoller. Vladi, Dankeschön für den Tier 1 Sub. Wenn ich dann wirklich mal wieder zum Training gehe, als dass ich, dann irgendwie wieder streame. Aber ich gucke mal, ne, wir schauen mal, was das wird und, wir sind gespannt. Ja, ich bin guter Dinge.